Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little YouTuber. Ich bin Sana und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute ist es soweit. Ich habe die Ehre, euch die Traumhochzeit von Yvonne ein wenig zu präsentieren. Ich habe so ein paar Sachen aufgenommen. Ich habe es mit Yvonne abgeklärt, bevor sie natürlich ihr Hochzeitskleid noch nicht gezeigt hat. Darf ich es auch noch nicht genau zeigen. Also da sind halt strenge Regeln, meine Lieben. Aber alles okay. Ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Ich fühle mich überhaupt geehrt, dass ich überhaupt dort dabei sein durfte und die Traumhochzeit filmen konnte. So ein paar Interviews habe ich ja auch geführt mit den Gästen wie Tobo vom Blitzlichtgewitter, von Katha Hambüchen bis Max Bornemann, Cecilia, Cocky. Da war Magneto noch dazwischen. Also Yvonne Moulon und sein Ehrengatten konnte ich leider nicht interviewen. Dazu hatte ich keine Zeit, aber ihr wisst ja, wie Yvonne ist. Und den Vorrang habe ich dann Blitzlichtgewitter gewidmet und gegeben, dass die gerne Yvonne Moulon einzeln interviewen dürfen. Was heißt dürfen können? Als wäre ich so der Kanzler des Abends und dürfte alles bestimmen. Aber es war auf jeden Fall eine Traumhochzeit. Das werdet ihr auch gleich auch sehen. Vom Wedding Planner bis zur Musik, bis zur Torte. Die Räume, die Räumlichkeiten, die Garnitur, einfach luxuriös, bombastisch, genau wie es Yvonne wollte, im Schloss Ella. Also das ganze Standesamt hat sie sich gemietet, ehrlich gesagt. Ich war echt so baff, weil die Räumlichkeiten waren einfach wunderschön und wie die das alles eingerichtet haben. Also on top das Essen. Die Gäste, ich durfte Yvonnes Freundinnen, die sie schon seit Jahren an ihrer Seite hat, kennenlernen. Viele kennen die nicht. Die sind halt nicht so Social Media geil wie wir und sind eher so im Hintergrund und beobachten das Ganze. Was ich auch okay finde, denn sie möchten einfach nicht gezeigt werden, aber hier werden sie jetzt gezeigt und das finde ich auch toll. Ihr könnt sehen, wie herzhaft, wie toll und wie, weiß ich nicht, einfach wie ein Team war mir dort und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das müsst ihr euch einfach angucken und auch die Interviews sind on top gewesen. Also es war echt spontan. Naja, was heißt spontan? Ich habe es Yvonne gesagt, aber dort halt, wo man feiert, hat man gar keine Lust, Interviews zu führen. Aber ich dachte so, meinen Follower habe ich versprochen, Interviews zu führen auf der Traumhochzeit von Yvonne Moulon und das werde ich mir nicht entgehen lassen und ich muss es tun. Auch wenn ich dort jetzt Spaß habe, muss ich jetzt ein paar Minuten runter. Es war nicht nur ein paar Minuten, jetzt habe ich eine Stunde zusammen. Aber ich hatte Spaß, mit denen zu reden, das werdet ihr auch sehen. Wir haben nämlich über Sommerhaus der Stars gesprochen. Wir haben über Gigi gesprochen. Wir haben über Valentina und Jan gesprochen, was da entstanden sein könnte. Denn Cocky und Cecilia sind ja gut befreundet mit Gigi. Vielleicht könnte ich da so ein bisschen was rauskitzeln, denn morgen kommt ja die Folge und wir sind echt derbe gespannt. Übrigens werde ich morgen vielleicht die Folge mit Katharina Dürr und Steffen Dürr machen. Eine spontane Entscheidung von uns und die wird bombastisch werden auf die Folge 6. Denn die Folge 6 ist halt, wie soll ich sagen, also auf die haben wir gewartet. Auf die haben wir gewartet, um zu sehen, was ist da wirklich passiert. Das werden wir nochmal ein bisschen breit treten in den Interviews. Schaut euch das gerne an. Habt Spaß. Lasst Liebe da. Falls du natürlich noch auf dem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Über ein Abo würde ich mich auf jeden Fall freuen, weil ich gebe mir echt Mühe und viele vergessen es, ein Abo abzuschließen. Aber für mich, es motiviert mich einfach, weiterzumachen und es freut mich extrem, wenn ihr meine Arbeit schätzt. Ich bekomme so tolle Feedbacks, auch die DMs und das macht mich extrem glücklich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich würde mich derbe freuen natürlich, wenn ihr mich weiterhin unterstützt. Ja, ich werde auf jeden Fall die ganzen Reality-Stars, die mit mir Interviews geführt haben, unten verlinken, nochmal Insta-technisch, dass ihr denen auch folgen könnt. Ja, ihr könnt mir natürlich auf Insta folgen und auf TikTok und ja, Sommerhaus der Stars könnt ihr euch angucken bei RTL Plus. Und jetzt geht's wie immer los.
Du bist ja mit dir redet. Auf jeden Fall, cheers und guten Appetit und danke, dass ihr da wart. Sehr cool. Special Dogs ist ja eine deutsche Tierschutzorganisation gewesen, die Patrick und ich seit Jahren betreuen finanziell. Genauso wie die türkische Organisation, das größte Gehege für Gesundheit. Straßenhunde auch jetzt bauen, wieder aktuell. Und deswegen haben wir die Hochzeit auch aufgelegt, da keine Geschenke anzunehmen. Vielen Dank, dass ihr das respektiert habt und das habt ihr gespendet. Es sind für Special Dogs 1.755 zusammengekommen. Wir runden auf 2.000. Und für die Hunde Glück, also Filler, das ist die türkische Organisation, sind auch knapp 1.000 zusammengekommen. Also vielen Dank dazu. Das werde ich auf Social Media auch bekannt geben und wenn wir uns alle auch verlinken. Das ist auch der Grund, warum wir das Ganze mit dem Veggie auch gemacht haben. Wir können ja welche in der Tierschutzorganisation unterstützen und gleichzeitig anderes Tierfleisch ausziehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem geschmeckt. Ja. Das ist ganz häufig vegetarisch hier. Hallo Cecilia! Hallöchen! Ich freue mich, dich endlich mal live gesehen zu haben. Ja, ich freue mich, dich auch. Meine Dschungelkönigin. Ah ja. Zwar nicht gewonnen, aber hey. Aber ich denke immer daran, von wegen, wieso hat Cecilia nicht gewonnen? Ne? Du warst so authentisch, so toll, du wurdest so wenig gezeigt, das hat mich immer richtig geärgert. Ne? Also ich habe immer richtig krass mitgefiebert. Das wissen die Leute auch, die mir bei Instagram folgen, auch meine Videos. Mhm. Cecilia ist meine Dschungelkönigin. Ja, ich habe mir die Show nie angeguckt, aber ja, also ich setze immer einen Haken darunter und gehe immer weiter in meinem Leben. Also es ist so Dinge, ich reg mich über gewisse Dinge gar nicht mehr auf, also ich mache einfach so, und gehe Neues. Ja, übrigens, wir feiern oben, ne? Wie fandest du die Hochzeit jetzt bis jetzt? Sehr schöne Hochzeit, emotional, mit halt schön zu sehen, wie, die Liebe zwischen den beiden, ne? Ja, das ist toll, ne? Ja, also heute haben wir das so richtig gespürt. Das war nicht nur eine einfache, normale Hochzeit, sondern es war echt so eine leidenschaftliche, respektvolle, liebevolle Hochzeit. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mal fragen, wie ist denn das jetzt mit Cocky? Also, ist da was zwischen euch noch? Nein. Cocky und ich sind einfach nur Freunde. Ihr seid wieder hier zusammen angekommen. Ich habe ja irgendwann mit Cocky geredet. Ja. Und Cocky und ich sind Nachbarn. Und wir sind seit wie lange jetzt getrennt? 4 oder 3 Jahre. Also die Leute denken immer, weil wir mal im Format waren und dann, wenn wir Ex, sagen die immer, wenn die dann noch so unterwegs sind, die haben ja Quatsch. Also wir sind einfach nur Freunde. Ich bin seit 4 Jahren mit ihm nicht mehr zusammen und da kommt auch kein Comeback. Also das ist so, wenn ich ihn jetzt so sehe, dann vergesse ich das. Schwesterlich. Ist wirklich, das so? Weil wirklich. Ich finde das total interessant, weil wenn die Leute sagen, wir sind jetzt zusammen und man sagt so, wir sind wie Geschwister. Also, ja, findest also du, dass wirklich, ich finde das ein komisches Gefühl, wenn man das sagt. Ich finde es komisch, dass ich immer mit ihm zusammen war. Also nicht, dass er jetzt ganz ein schlechter Mensch ist, sondern ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass ich mit ihm, also ich bin jetzt 27, ich glaube 21 oder 22 war ich, wo ich mit ihm zusammen war. Ja. Das ist, finde ich, wieder so Welten. Eine ganz andere Ziele, die jetzt ist. Ah. Und ich kann mir das, also diese Vorstellung überhaupt, kann ich mir gar nicht vorstellen, mit ihm irgendwas zu haben oder sonstiges. Nee. Okay, also. Und wie sieht es beziehungstechnisch bei dir aus? Lernst du gerade jemanden kennen? Darüber reden wir nicht. Da kann ich nicht drüber reden. Ja. Vielleicht ist er auch ein Reality-Star. Überleg mal, deswegen möchte ich darüber nicht reden. Aber gut, gehen wir weiter. wie sieht's aus mit den neuen Formaten? Also Wasserspiele wurde dir ja jetzt schon ein bisschen gepromotet, ne? Mhm. Ich glaube, Philipp Pavlovic macht mit, Elena Miras macht mit. Welche waren noch, also waren noch dabei? Oder? Ja, genau. Mimi Krause heißt er? Genau, Michael, ne? Ich glaube, der heißt so, Michael. Elena Miras, genau. Fernanda Brandao, genau, Julia Römmel, das ist
Genau, die kenne ich nicht. Ja, ah, okay. Playboy, ah. Cover Model. Und wie war's? Also, war mal was anderes, oder? Ganz anders. Okay. Hat super Spaß gemacht. Oliver Pocher war der Moderator, also er weiß, wie man polarisiert mit seinen Sprüchen, aber man muss halt oft, muss man einfach auch lachen. Okay, so krass, also von sehr vielen Sachen, die er eigentlich so moderiert und seine Sprüche, feiere ich nicht so. Ja. Außer das mit Luke Mockridge jetzt, das feiere ich richtig gut. Also da die stehen direkt hinter Luke Mockridge, ja. Das finde ich super. Yvonne ja auch und das feiere ich. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein großer Fan von Oliver Pocher, weil manchmal ist es einfach zu viel, too much. Ja. Aber es muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja, stimmt. Wie sieht es denn aus? Du guckst ja auch momentan so mal aus der Stars. Ja, genau. Und ich habe ja so ein paar Stories von dir angeschaut und du hast dich ja krass aufgeregt. Ne? Ja. Du lagst im Bett, hast da am Fernseher geknipst und hast dich richtig aufgeregt. Was regt dich dann diese Staffel extrem auf? Also, das sind also die Charaktere, man muss ja mal vorher sagen, ne? Das ist die beste Sommerhausstaffel, die es jemals gab. Okay. Und wenn ich mich aufrege und wenn ich sage, oh mein Gott, und dann weiß ich, die Staffel ist gut. Das hört sich jetzt so Dings an, ne? Okay, ja. Es ist halt einfach, ich wüsste halt, wenn ich da drinne wäre, wer mich triggern würde. Punkt. Das ist schon mal so eine Sache. Mhm. Ich wüsste das auch. Ja, und das Ding ist aber, wenn jetzt so, ich hatte auch mal Weichenformaten, wo ich mir dachte, also passiert jetzt hier nichts Spannendes. Jetzt im Sommerhaus passieren viele spannende Sachen, viele Unfälle passieren da, also wirklich, wo du denkst, also, nee, lass mal eine Sache sein. Also wirklich so die Art von gewissen Leuten. Aber sie triggert den Zuschauer und die Leute schalten ein. Und dann liebe ich es immer, wenn die Leute dann schreiben, den Scheiß gucke ich nicht, wie kannst du dir das angucken? Ich habe, halte doch alle die Klappe. Aber die jeder guckt einmal es. Gucken jeder und dann schreiben, ich hab mal reingeswippt, du guckst bis zum Ende. Ja. Die es dann wirklich nicht gucken, die schreiben auch nicht irgendwo unter einem Kommentar. Ja, ja. So, und da ist halt einfach so, dass ich sage, das war die beste Sommerhaus-Staffel, ich liebe Sommerhaus. Mhm, ja. Würdest du selbst auch mal dort mitmachen? Ah, definitiv, also das ist so ein Format, wo ich sage, warum nicht? Ja. Ich weiß, dass man da über Grenzen geht. Ja. Und das sollte man nicht unterschätzen. Es ist, klar denkt man so, okay, ist auch kein Temptation Island, aber diese Spiele sind schon sehr. Und dann den Zusammenhalt mit dem Partner. Ja. Wenn man dann noch mit Leuten drin ist, die einen wahnsinnig macht, ist nicht ohne. Also psychologisch ist es ja der Fall, dass, wenn wir uns das psychologisch jetzt angucken, die Spiele widerspiegeln ja deren Beziehung. Ja. Da sehen wir ja eigentlich, wie die miteinander umgehen, in Extremsituationen. Ja. Das haben wir auch bei dir gesehen, bei Prominent getrennt mit Cocky. Ihr wart da nicht zusammen, aber trotzdem haben wir euch einfach erlebt, wie ihr krass abgegangen seid. Ja. Das fand ich schon krass. Mhm. Also auch bei euch beiden, das habe ich ja auch sehr oft kritisiert. Und, aber es ist nicht Gewalt zustande gekommen. Nee. Da war nicht Gewalt und wie gesagt, Gewalt ist keine Lösung. Ich habe eben auch schon mit Cocky darüber geredet und jetzt. Du bist ja auch mit Gigi befreundet, ne? Wissen wir ja. Und jetzt in der sechsten Folge kommt eine Sache, die ja schon extrem polarisiert. Mhm. Wie findest du das, wenn da sowas passiert ist? Sagen wir mal, es ist was passiert. Mhm. Da ist jemand handgreiflich geworden. Also Handgreiflichkeit finde ich überhaupt nicht gut. Und das habe ich auch Gigi gesagt, wenn du es wirklich gemacht hast. Finde ich überhaupt nicht cool. Mhm. Stehe ich nicht hinter. Ich will auch nicht jetzt, also es kommt jetzt bestimmt irgendwann ein Aber. Ding ist aber erstmal sage ich, lass uns das doch erstmal gucken. Weil ich finde es krass. Okay, Nee, also ich finde es halt wirklich krass, dass Dinge gesagt werden, gerade von gewissen Leuten. Und ich denke mir so, okay. Ich habe sie von Gigi anders gehört und ich denke mir, okay, es wird so gepauscht. Viele Leute werden sagen, krass, was passiert da? Und ich will diese Szene endlich sehen. Ich will sehen und dann kann ich dazu urteilen. Ich sage immer, Gewalt ist keine Lösung, ich habe noch nie jemanden geschlagen. Aber keine Ahnung, ich würde jetzt auch niemand sagen, kann auf einmal passieren. Mich greift jemand an und schlagt zurück. Ja. Keine Ahnung, kann alles passieren. Aber so. Notwehr ist wieder was anderes. Notwehr ist was anderes, aber darüber, es ist jetzt noch nicht passiert. Oder vielleicht, jemand wird meinen Hund wehtun. Könnte passieren, dass ich... Handgreiflich werde. Ne? Also, ist mir noch nicht passiert. Also, das kann ich ja verstehen. Das kann ich ja dann verstehen. Und deswegen sage ich Situationen, ich will die Situation sehen, was ist da passiert. Vielleicht könnte es sein, dass ich sage, kann ich verstehen. Obwohl ich wirklich über Gewalt sage, also handgreifliche geht nicht, kann ich über diese Szene urteilen, weil ich sie nie gesehen habe. Ich höre sie Findest du, dass psychische Gewalt, jemanden fertig zu machen, mit jemandem verbal fertig zu machen, gleichgesetzt ist mit Gewalt, mit Handgreiflichkeit? Mit Körperverletzung? Wenn du handgreiflich wirst mit Händen, so du kannst einen schlagen, der Schlag tut weh und die Wunde kann heilen. Mhm.
bei innerlich... Aber es kann ja auch seelische Schmerzen dann verursachen. Genau. Also man kann traumatisiert sein. Genau, dadurch. Das kann das auch sowieso. Deswegen, also ich will Handgreiflichkeit nicht unterstützen oder das Schönreden, weil ich finde sowieso, ich sehe zu viel Gewalt immer, wenn du aus Clubs kommst oder sonstiges, wo man einfach sagt, geht gar nicht. Es ist so, dieses psychische Gewalt kann dich auch sehr prägen. Also das, man sieht es halt bei gewissen Leuten, ne? Die da einfach auch, ich glaube, viele Menschen haben psychische Gewalt. Also ich hatte noch nie körperliche Gewalt, aber ich hatte auch mal seelische Gewalt oder sonstiges. Ja. Es ist beides nicht schön. Und kann nur nicht genau über die Szene reden, weil ich sie nicht gesehen habe. Mhm. Ich kann nur sagen, Gewalt ist keine Lösung und ich hasse, wenn ich Leute sehe, die prügeln, fange ich an zu rollen, so Gefühl, weil ich das wirklich hasse. Ja. Ich nur über diese Szene, weil es so übertrieben, also es wird gesagt, er hat so, und jeder glaubt, glaube ich, dass er Valentina, also so wie es halt Valentina die ganze Zeit sagt. Ja, es gibt ja auch so ein Beleg, ne? Ich glaube, sowas dürfte man gesetzlich gar nicht fälschen, das würde ganz, ganz große Probleme machen, weil sie es auch veröffentlicht. Aber was ist denn da auch ein Beleg? Also es schickt einfach nur, dass einer von dem, ich glaube Can wurde, also rechte Wange oder rechte, irgendwas steht da, aber dass da irgendwas passiert ist, ne? Das ist eine Blessur oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es nicht mehr wieder gut wiedergeben, aber auf jeden Fall ist da ein Beleg und da steht so einiges. Ja, aber ich sag mal so, ich will das endlich sehen, weil ich war, wie wir Valentina, da muss ich einfach auch ehrlich sein, mittlerweile kennen, übertreibt sie gewisse Dinge. Und natürlich will ich, wie ich versuche es immer auch, weil es ist ein sehr heikles Thema Gewalt, ne? Deswegen versuche ich das jetzt nicht schön zu reden, aber ich, mit gewissen Sachen muss ich es gerade gut reden, weil ich sie mittlerweile in vielen Sachen gesehen habe, wo sie etwas dramatisiert hat, wo ich mir denke, Alter, was laberst du gerade? Ne? Also das war doch gar nicht so. Wie mit der Höhe auch, ne? Genau. Ihr wart ja auch mit Cocky, hat ja auch Höhenangst. Höhenangst, ne? Und ich war auch, aber was mich interessiert ist, wie oft wurde geguckt, ob die Sicherheit da ist, ob die Sicherheit gewährleistet ist? Also bei uns wurde immer, das ist ja die gleiche Produktion, wurde immer, aber ich sag mal so, ich weiß, ich war nicht dabei und da würde ich mir kein Urteil geben. Mhm. Die Sicherheit wurde immer kontrolliert. Ja, okay, ja. Aber ich vertraue keinen. Ja, aber trotzdem, selbst professionellen Leuten ist schon mal, ne, ein Fehler passiert. Ja. Deswegen. Also, es gibt natürlich ein Prozentual, natürlich 0, irgendetwas, wird natürlich die Sicherheit kann man nicht gewährleisten. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und sowas entsteht halt. Und deswegen kann ich es verstehen. Also es passiert halt, es ist überall, in jeder Sache, in jedem Bereich gibt es immer eine gewisse Risiko. Ne? Ja. Es gibt 0,0 irgendetwas Risiko. Und deswegen würde ich auch nicht dazu sagen, dass sie das dramatisiert. Dazu äußere ich mich nicht. Aber zu gewissen anderen Sachen, die sie tut. Und da sage ich halt einfach, aber sie ist ja mit dramatisieren, meine ich auch, oder wie können so viele Sachen auf einmal zufällig auftauchen, die sie dramatisiert? In welcher Hinsicht? Wie mit der Gewalt, mit der Höhe, also, dass das zustande gekommen ist bei dort, weißt du? Also, ja, also... Weil sie greift ja auch die Produktion an. Genau. Ja. So, und also, da ist halt so eine Sache, wo ich sage, genau, und den Fehler, den sie getan hat, das ist, was ich einfach meiner Meinung finde, die Produktion... hat noch, also es ist, sie kam raus und hat gesagt, Leute, es ist dieses Jahr was im Sommerhaus passiert. Ja. Und hat dann die Produktion schon ab da sozusagen mich beleidigt, aber schon ist auf die losgegangen, ohne dass ein Schnitt passiert ist, ohne dass irgendwas passiert ist. Ja. Und sie geht darauf los, ja, Gigi wird immer gut dargestellt, weil alle ihn lieben. Ja, Gigi liebt fast ganz Deutschland. Er kommt immer gut weg für Dinge, die andere tun und die jemand anderes tut. Wenn ich die tun würde, das wird unterkommen, direkt SEK zu mir nach Hause und nimmt mich fest. Bei Gigi ist dann so, ach, der Gigi, ne? Ich weiß, was sie meint. Ja, sie hatte natürlich Angst, dass das nicht so gezeigt wird, aber ihr Fehler war, für mich war, warte doch erstmal. Also ich würde schon sagen, ey Leute, kann man sagen, zeigt genauso wie es war, aber sie hat schon den Vorwürfe gemacht. Ihr werdet es nicht zeigen. Du bist so. Und dann hat sie sich das selber kaputt gemacht. Also meiner Meinung nach hat sie sich das in vielen Shows jetzt kaputt gemacht, weil du gehst deinen Arbeitgeber an, obwohl gerade, also ich meine, die Background-Situation kennen wir auch nicht, ne? Kann ja auch sein, dass da bei denen, aber sie ist ja schon davon ausgegangen, sie werden es nicht zeigen. So, und jetzt, im Sommerhaus kann er immer sagen, wir hätten das genauso gezeigt.
Und sie hätte gesagt, nein, dann hättet ihr nicht. Aber wo ist der Beleg, dass sie es nicht so gezeigt hat? Aber sie denkt ja auch, sie wäre der Star. Genau, und das ist halt, also es ist halt einfach die gewissen Sachen, die sie immer dran mit so... Dieses Hyperbolische, dieses, ich glaube, es ist, also ich nenne es gestörte Wahrnehmung. Genau. Das hat sie extrem schon bewiesen bei sehr, sehr vielen Sachen. Und wenn ich mir auch die Beziehung von den beiden angucke und wie sie Jan halt auch bedroht, ich mache mit dir Schluss. Und also ich, das ist so unterirdisch. Es und gibt ja, wäre das aber andersrum passiert? Ach ja. So, und mit so Glühen würde es dann gehen und dann würde sagen, so von wegen der Mann, sie der aber sie auch, unterdrückt. Ja, aber sie hätte, und wenn die ja nicht mehr zusammen, sie hätte das auch monatelang mitgezogen. Die hätte den komplett hochgenommen, die hätte den dafür sogar angezeigt. Ja. Und deswegen sage ich, beruhigt euch alle mal. Mhm. Warten wir erstmal auf die sechste Folge und dann urteilen wir. Okay, weil es kann passieren. Hast du recht, ja. Ich denke mir wirklich, es kann passieren, dass sie sich ins eigene Tor schießt, weil jeder davon ausgeht, Gigi geht zu ihr und haut die oder so. Also wie, so welche Bilder hat jeder im Kopf? Die Leute kommen zu mir und fragen. Nee, ehrlich gesagt, aber manche Leute fragen mich wirklich. Also mein Bild ist einfach nur, ich kenne ja Valentina, wie sie sich gibt. Ne? Mhm. Ich habe meine Vorstellung ist einfach nur, dass sie eventuell, wir wissen ja, wie sie Alex einfach verbal versucht hat, fertig zu machen. Überleg mal, da kommt jemand zu dir und sagt die ganze Zeit, Fremdkehr, verführen, die ganze Zeit. Und sie lässt ja auch nicht los. Mhm. Und Alex ist ja zum Beispiel auch ein impulsiver, aggressiver Mensch, ne? Die kennen wir von vorigen Formaten. Und der hat sich natürlich Hilfe geholt, einen Coach geholt. Und das geht ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann rast man wahrscheinlich aus. Und irgendwann gerät es auch an einen Menschen, der dann das nicht so akzeptiert, wo du denkst so, ja, es hat nicht so gut gelaufen. Aber was glaubst du? Was ist dein Gefühl, was du? Wie sie es darstellt. So, wie was denkst du? Also wie sie es darstellt, denke ich einfach nur, er ist gekommen und bam, hat mir eine geschlagen, ohne Grund. Er kam aus der Ecke, bam, in die Fresse. Sie, also du glaubst, dass er sie geschlagen hat? Also so wie sie es erzählt. Ja, wenn ich ein neutraler, der und das ist objektiv, ich gucke mir das an, oh mein Gott. Der muss ja irgendwie aus der Ecke gekommen sein und ihr einfach eine geklatscht haben. Genau, und das ist genau... So denkt man. So, und das ist genau das Ding, wo ich sage, ich kenne eine Geschichte, ich kenne die anders. Mhm. Und ich werde aber trotzdem nicht sagen, ich kenne die anders und die stimmt, weil ich gucke erst mal die sechste Folge. Mhm. Aber wenn die so stimmt, wie Gigi, also wie ich sie halt gehört habe, dann denke ich mir, wie kannst du dann etwas, also so monatelang dramatisieren, also so auf diese Art eine es anders erzählen. Also es kann ich jetzt sagen, ich sag jetzt mal Beispiel, ich würde, weiß ich nicht, du hast eine Tochter, keine Ahnung, was jetzt über, und ich mache die so, weißt du, und die Tochter ist daneben und dann erzählst du monatelang, ich habe das mit deiner Tochter gemacht und dann wird das gezeigt und es war aber gar nicht so, es war bei Jan, also er hat nur Jan was angetan oder whatever, ich weiß es ja nicht. Okay. Aber deswegen... Die Geschichten, es gibt viele Geschichten, die gerade in den Umkreis gehen und ich möchte einfach endlich wissen, was ist da passiert, wie ist es passiert und ich, mein Gefühl sagt, wie ich halt Gigi kenne, er würde keine Frau bewusst schlagen. Ja. So, aber ich lege für keinen die Hand für ins Feuer, nur es hat nichts nur damit zu tun, dass ich seine Eltern kenne oder sonstiges, wo ich sage, die würden niemals respektieren oder akzeptieren, dass Gigi ein Frauenschläger ist und bewusster. Das glaube ich auch. Und das wäre für die, also sorry, aber Gigi kann man wirklich in vielen, also viele haten, also es gibt viele trotzdem, die Gigi haten und sonstiges, ist dumm und sonstiges, aber Frauenschläger, ich bin gespannt. Und wenn es wirklich so ist, dann können wir uns nochmal unterhalten, dann würde ich wirklich, aber... Wie gesagt, aber trotzdem unterstreichen wir, auch Cecilia unterschreibt es, Gewalt ist keine Lösung. Ja. Und das kann ich einfach komplett unterschreiben. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Formate einfach nicht so auch damit geworben wird. Es geht nicht. Die Frage ist nur, was passiert danach? Das ist her. Ich sag euch, ich sag mein Gefühl halt wirklich. Es werden die Leute werden auch kritisieren, bestimmt in der Sache, was passiert. Ich weiß ja nicht, was passiert, aber gehen wir davon aus, er hat sie nicht geschlagen, er hat nur ihn geschlagen, weil es, ne, oder irgendwie. Wie wird es ausgehen danach? Was wird noch danach passieren? Ich sage mein Gefühl, Gigi hat nicht seine Karriere verloren. Sie sagt ja, deine Karriere ist danach verloren. Ja, genau. Ja, genau. Und ich möchte nicht... Aber eine, die psychische Gewalt anwendet. Ja, ne? Genau. Also das und ich müssen möchte wir auch jetzt betonen. Nicht, ich muss jetzt ein bisschen alte Sachen rausholen, aber es gibt ja auch so Situation, Jelis, ne, ist eine Freundin von mir, sie ist berühmt geworden, bekannt geworden, wegen der Klatsche von beim Bachelor. Ja, okay, ja, Frauen sind nicht so stark wie Männer, alles gut. Alles kein Step und ich habe es gefeiert. So, ich habe noch nie einen die Backpfeife gegeben, aber trotzdem in dem Moment gefeiert. Ja. Viele haben es gehasst. Ja. So, ist die Frage, gehen wir mal davon aus, die Backpfeife war so, wird Gigi Karriere vorbei sein und sonstiges. Also es passieren so viele
Background-Sachen, wo die Trashies sich untereinander hinter der Kamera prügeln. Ja. Es ist nur nicht vor der Kamera. Kriegen natürlich nicht mit, ne? Ja, also. Es ist, ich weiß nicht, es ist schwierig, aber ja. Ich sage, mein Gefühl sagt, ne? Mein Gefühl sagt, es wird trotzdem, ne? Er wird trotzdem damit ein bisschen auf die Schnauze fallen, weil es nicht cool war, ja. Aber die Leute werden ihm verzeihen. Ja, es wird ja auch momentan gemunkelt, dass er auf der Liste steht von Big Brother, ja. Und ob er dann eventuell, wenn das jetzt scheiße rüberkommt oder aber wenn er hat mir, also ich habe ihn gefragt und er musste lachen und hat gesagt, welche Information, also ich hab nicht mal davon, also ich weiß nicht mal davon was. Von Big Brother? Ja, also okay. Er weiß nicht mal was davon. Ja, ich verstehe auch nicht, was. Und deswegen finde ich es immer so krass, ja. Wie, und das hat er auch zu mir gesagt. Ja, wer hat das in die Welt gesetzt? Also ich habe das jetzt, wo habe ich sie gelesen? Sie hat selber erzählt. Ach ja, genau, stimmt, ja. Sie hat erzählt. Genau, ja, ja. Also ich, und da habe ich ihm auch gesagt, hey, warum erzählst du mich? Und der so, ich habe selbst nicht mal was davon gehört. Und Gigi ist eigentlich eine Person, die... Er hat wahrscheinlich sich das Haare genommen und hat sie wahrscheinlich gegessen. Ja. Wirklich. Das macht also, er ja total gerne, ne, bei dir. Da gibt es auch zwei Geschichten, was sie erzählt mit Big Brother und er so, hä? Ja. Sag ich so, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, ich freue mich, was, viel bei dahinter kommt. Wer denn Big Brother was für dich? Guck mal, also Big Brother wäre definitiv irgendwann was für mich, aber ich sag aus meiner Erfahrung jetzt, was ich gelernt habe, wenn man einmal dieses Format wie Dschungel hatte, ja, mit anderen Formaten und Live und du bist halt da, das geht anders ab. Okay. Du brauchst ein bisschen Zeit, um das nochmal zu... Also du willst es irgendwann machen, aber nicht sofort in dem gleichen Jahr. Ich habe gesagt, ich würde niemals jetzt sagen, wenn die jetzt sagen, oh, wir wollen nicht unbedingt, wir geben dir, was du willst, ne, gefühlt, dann würde ich niemals sagen, oh Gott, das mache ich nicht dieses Jahr, aber nein. Also ich bin froh, dass ich... Das passt einfach nicht in diesem Jahr zu. Okay. Sehen wir dich dann demnächst in anderen Formaten noch? Gibt es da noch Planung? Definitiv. Also... Ja. Also so schnell werden wir dich nicht los, ne? Nein, so schnell werden wir dich nicht los. Zum Glück nicht. Also ich bin auch, also wie ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Cecilia. Und ihr wisst, wie ich immer zu Sachen stehe. Und da stehe ich auch hundertprozentig dahinter. Ich mag es ja, ne? Die Leute sollen mich ja nicht alle lieben. Es ist ja auch okay. Nein. Das ist ja so eine Sache, aber das hat mich auch groß gemacht. Ich habe es voll oft schon gesagt. Meine Oma hat immer gesagt, also die ist jetzt seit Monaten verstorben. Oh. Und also ich bin immer noch in der Trauerbewältigung. Zur Hochzeit bin ich jetzt gekommen und ich denke, soll ich jetzt hierhin kommen oder nicht? Und wie würde das Oma merken? Oder sie würde happy sein, ja, dass also, du dein Leben weiterlebst. Ja, ne? Genau. Und das ist halt so eine Sache, die mich auch heute die ganze Zeit so fertig macht. Nee, tanzt du jetzt oder tanzt du nicht? Ne? Also ich bin fast einen Monat gar nicht aus dem Haus gegangen. Ne? Bin so total, ihr wisst, ich habe euch im Grunde genommen mit euch zusammen das Ganze geteilt und ihr habt mir dabei auch geholfen. Es hat mir sehr, sehr groß geholfen, was meine Follower für Sachen geschrieben haben. Das ist so unglaublich. Weißt du ja auch, ne, wie deine Follower zu dir sind. Ne? Und manchmal ist es auch gar nicht bewusst. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile ein bisschen größere Welche, aber jetzt auch nicht riesig. Und dann ist mir so, ne? Und dann manchmal sehe ich meine Community und dann realisiere ich, was habe ich für eine Community? Das und deswegen, ich will meinen Community mehr bieten, weil ich falle auch manchmal oft in einem Loch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auch meine Tage habe, sowieso, das kennen viele Frauen, du kommst, wenn du PS hast, PMS da, du kommst in einem Loch und dann kommst du nicht mehr raus und dann denkst du, ach, die vermissen mich sowieso nicht und dann schreiben die Leute, wo bist du? Und dann merkst du erstmal, ey, da sind Leute, die lieben das, was du tust. Und das ist schön. Es ist ja auch so und es ist einfach krass. Dieser Trauerprozess geht schon, also der wird auf jeden Fall lange gehen bei mir, das spüre ich, das weiß ich auch. Ja, und sie hat gesagt, Tana, du musst die Leute nicht lieben, aber respektieren musst du sie. Mhm. Und das ist halt wichtig. Wir müssen niemanden lieben. Wir müssen sie aber respektieren. Wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Wir müssen tolerieren. Und deswegen ist es auch diese Gewaltsache, dieses Übergriffige. Es geht einfach nicht. Weder psychisch noch verbal. Es geht einfach nicht. Aber ich finde es wichtig, also... Ich denke mir, viele sagen immer, wie können das Format und das Format, solche Leute und so, sie spiegeln viele Situationen in Menschen, also viele Leute gucken Trash, weil sie sagen, krass, ich hatte auch mal so einen Partner, krass, ich hatte auch mal so was. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass sowas gezeigt wird. Ja. Ja, es ist nicht schön, aber du selbst kriegst auch dein eigenes Spiegelbild. Ne? Also man will, ich frage mich irgendwann, was ist noch erlaubt im Fernsehen? Ja. Das Problem ist, zeigt euer wahres Gesicht. Ja. Sommerhaus zeigt alle wahren Gesichter. Das und es ist wichtig, ne? Und es ist interessant. Und die Leute sagen, es gibt ja auch viele Leute, die trotzdem diese toxischen Männer, sage ich mal, sagen,
Und dann gibt es Frauen, die sagen, nee, also ich finde den einfach toll und ich weiß nicht, was ihr habt. Mhm. Und dann sieht man ja, dass es Menschen gibt, die das anzieht irgendwie, also dieses Toxische. Ja. Es ist nicht schön und ich sowas soll nicht geben, klar, aber es gibt es und es ist wichtig, dass man darüber spricht. Mhm. Und wenn alles so perfekt und dieses gerade, es gibt keine perfekten Menschen. Wenn du die Politik, ja, die Leute vielleicht mal auch in so ein Trash, vielleicht drehen die auch mal durch und zeigen einen gewissen Natürlich, Sachen. Klar. So, ne? Ja, klar, also deswegen, also. Es ist wichtig, dass solche Charaktere rauskommen, dass solche Arten von gewissen Leuten, dass Leute sich vielleicht selber widerspiegeln können, wenn sie sowas gucken. Naja, wenn wir Valentina sehen, dann sehen wir einfach null Selbstreflexion. Wenn ich mir ihre Insta-Stories angucke, ich bin immer sehr schockiert. Ja, ja, das gibt es auch manchen, die werden es nie draus. Ja, also wieder meine Oma, die sagt immer, die hat immer damals gesagt, es gibt Menschen, die erwachsen werden mit 10, ja. mit 20, mit 30 und dann gibt es welche, die bis zum Tode nicht erwachsen ja. werden und die das immer noch nicht selbst reflektieren. Ja. Und das wird ich glaube, so bei Valentina sehe ich die Insta-Stories und ich bin immer jedes Mal derbe schockiert, weil die Handlung, die sie dort abgelegt hat, hat so, also wenn sie darüber da redet bei Insta, denke ich so, wow. Wow, Girl, was ist das, was du da gerade bietest? Aber gut, und das ist genau das Ding. Also mir ist wichtig, dass also diese in Sommerhaus, was gerade passiert. Jetzt bis zur Folge 5 ist nichts passiert, wo ich sage, der darf keine Plattform angeboten bekommen. Mhm. Warum? Es ist viele Sachen nicht richtig. Aber ich sage selbst du, der das jetzt gerade sieht, der macht viele Dinge, die gehen gar nicht. Ja, und die sind verletzend und du hast vielleicht auch schon unbewusst psychische Menschen psychisch kaputt gemacht oder sonstiges. Ne? Wir müssen einfach die Realität vor Augen sehen, wie viele Menschen genauso ticken wie dort im Haus. Mhm. So. Ja, ja, ja. Aber Gewalt, klar, es gewisse Sachen müssen auch einfach gezeigt werden, dass man sagt, okay, ja, wie so eine Diskussionsrunde, was hältst du davon, wie ist das? Ja, klar. Und es wird immer in diesem Trash-Leben immer Dinge gehen, wo man denkt, ey, krass. Schaut mal, wen ich hier habe. Auf der Hochzeit von Yvonne ist auch Katha und der liebe Togo vom Blitzlichtgewitter. Die Mann ist halt leider nicht dabei, aber wir grüßen sie ganz lieb von hier. Wie fandet ihr denn die Hochzeit? Ich fand sie super schön, also alles top organisiert, richtig so mit Liebe ins Detail. Ja, unglaublich, oder? Ja. Ich glaube, die Location. Die würden es ähnlich machen. Wir haben hier heute schon fleißig alles mitgeschrieben. Genau, die Frage. Wie schaut's aus bei euch? Ja, wie schaut's denn aus, Schatz? Wir sind happy, so wie es ist. Und wenn was passiert, dann... Was passiert? Dann fahrt ihr seid das Letzte. Als würden die jetzt dem nächsten Kind auf die Welt setzen. Ja. Oh, nein, Spaß. Spaß. Also überleg mal, auf meinem Thumbnail steht dann auf einmal Katha ist schwanger. Sie trank den ganzen Tag. Ja, genau. Oh Gott. Oh Gott. Aber es ist auf jeden Fall, die Gruppe ist toll. Es ist keine große Gruppe, es ist eine mittelgroße Gruppe und es ist echt total lustig. Alle verstehen sich miteinander. Es ist echt ein Team irgendwie. Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist eine sehr kleine Runde. Also ich glaube, auf meiner Hochzeit wären so 5 bis 6 Mal mehr Menschen. Ja. Also, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil du hast ja auch einen krassen. Ich wurde letztens gefragt, wie viele Kontakte ich im Handy habe. Und ich habe mal reingeschaut, es sind über 1600 Kontakte. Ja. Die würde ich jetzt nicht alle einladen, aber ich würde mal sagen, schon so 10%. Überreichen, wenn wir jetzt zu zweit alleine sind. Zu zweit alleine, ich glaube, da wird es aber. Aber du wächst ja auch extrem mit dem Witzig Gewitter, ne? Mittlerweile bist du auch mit drin, ne? Nee. Du bist Kamerahalterin. Ja, doch, Kamera. Achso, ja. Also, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich hatte ja Katha auch in meinen Reactions auch dargestellt, auch negativ dargestellt. Ja, wir wissen, so ein bisschen wurde ich manipuliert natürlich und ich kenne auch so ein bisschen Kathas Version und ich muss auch dazu sagen, wir haben unsere Differenzen gelöst und ich freue mich auch sehr, Katha, dass wir uns endlich mal persönlich kennengelernt haben und das ist natürlich immer so ein Problem natürlich, weil mit Togo verstehen wir uns super, ich verstehe mich super mit Togo und natürlich kann ich eine Bestätigung zurückgeben. Die Herzensdame an der Seite, also es ist kein Muss, dass man sich gut versteht, aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man so die Mitte findet. Man kennt sich noch nicht, man kannte sich nicht und jetzt kennt man sich und das finde ich toll, dass wir das Ganze bereinigt haben und das freut mich sehr. Ja, was wollte ich nochmal Togo fragen und zwar, es geht um die Sommerhausfolge. Oh. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Weil ich finde Togo bei sehr, sehr vielen Sachen ja sehr neutral ja. Und hält sich zurück. Das würde mich mal interessieren.
wieso er nicht wirklich so eine krasse Meinung zu ein paar Sachen hat. Ich denke, ich erwarte immer so, aber er macht ja Podcast und da ist es halt natürlich etwas anderes, irgendwie jemanden darzustellen, weil wenn du einlädst, Teilnehmer einlädst, Kandidaten einlädst, da bist du ein bisschen zurückhaltender. Und das würde ich mal total gerne wissen, weil ich kenne dich ja privat, wir tauschen uns ja aus und da ist er ja anders. Aber wie denn anders? Naja, wie bin ich denn anders? Also mit anders meine ich halt, da hat er eine offenere Meinung natürlich. Ach so, ja. Und mich würde mal interessieren, wieso du bei den Podcast-Folgen nicht wirklich so deine Meinung dazu, also so klipp und klar. Ich würde sagen, das ist das Erfolgsgeheimnis von Witzig Gewitter, dass ich meine Meinung schon auch kundtue, aber immer dem Interviewpartner eigentlich eher die Fragen zuschubse und der Interviewpartner dann quasi die Meinung, seine Meinung vertritt. Ich lenke durch die Folge. Aber an mancher Stelle bin ich ja auch sehr kritisch. Heute ist ja auch jemand da, Max Bornmann, wo ich auch sage, das ist der Mann, der für 50.000 Euro seine Freundin weggefingert hat im Fernsehen. Ja, muss man an der Stelle dazu sagen. Und er ist für mich aktuell Deutschlands größte Red Flag. Ist ja heute auch hier. Ja. Das sage ich ja auch. Das sage ich in Videos, das sage ich unverblümt, das sage ich auch mit... Aber er sagt ja auch selber von sich aus, ne? Also ich wobei, er hat heute gesagt, nee, ich bin gar nicht so einer. So der typische Spruch, den man halt... Ich glaube, er weiß nicht wirklich, was er will. Ne? Er will schon gerne viel wegplanken, aber will dann... Er kann es ja auch. Ich meine, man sieht es bei einem von Mann. Er ist Single. Er macht weiß das man's? Nur weiß man ja nicht. Aber um mal auf deine Frage zurückzukommen. Mein Mann ist im Sommerhaus der Stars. Ich fühle mich sehr, sehr gut unterhalten. Ja. Das ist ja tatsächlich RTLs Bestformat aktuell, also Quoten-Highlight. Ich glaube 11,5% Marktanteil, muss man an der Stelle sagen. Und waren das nicht 3,3 Millionen Zuschauer? In Zuschauerzahlen, aber 11,5%. Die erste Folge, ne? Ja, aber jetzt aktuell Folge 5, jetzt, wo es jetzt so spannend wird, wo man natürlich dieses... Man möchte natürlich als Zuschauer sehen, was ist jetzt genau passiert zwischen Valentina, Jan und Gigi. Aber bedankt euch natürlich bei Valentina deswegen, weil sie der Star im Himmel ist. Deswegen ist es so gut gelaufen. Also aus der Star. Aber was sie wirklich gut kann, und das habe ich in jedem Format auch gesagt, sie schafft es immer wieder, die Leute auch zu unterhalten. Weil ja, man kann sich immer mal an der Valentina streiten und sagen, was man möchte, aber sie unterhält. Ob das bei der Couple Challenge mit Christina Farah war, ob das in anderen Formaten ist, wo Valentina aufschlägt, ist Unterhaltung, ist Drama. Das muss man an der Stelle sagen, aber das kauft man ja auch ein als Produktion. Und jetzt gibt es ja viele Zuschauer und auch Reactor, die sagen, will ich gar nicht mehr sehen, Valentina, aber ich muss an der Stelle sagen, was wären denn diese Formate ohne so polarisierende Charaktere wie zum Beispiel Valentina? Ja, da würde ich vielleicht nicht einschalten und vielleicht auch gar nicht mehr Witzgüte. Ja, ich muss es so sagen. Ja, komm dazu. Oh, ja. Oh scheiße, das muss ich sagen. Ist das schön. Also, wir können ja mal Marc auch mal fragen, würdest du auch mitmachen in solche Formaten? Ja. Echt? Ja. Also, wo es Spiele gibt. Wenn ein Spiel gespielt wird, kommt ich raus. RKDS, count me in. Ein Partner, der geduldig ist, Sommerhaus, kommt. Sorry, warte. Kann das nicht mitnehmen, irgendwo noch? Nee, ich würde sagen, nein. Vielleicht, ich hoffe, Martin Butter hat die Welt bekommen. Das ist halt was für uns. Da sehe ich uns aber. Oder vielleicht was unter dir oder so? Nee, ist gar nicht. Aber oder Ninja Warrior. Komm, Ninja Warrior. Nein. Ninja Warrior. Leute, ich mache derzeit Podcasts oder bei Tana Musikvideo, wollte ich gerade sagen, YouTube-Video. Ja, genau, das kann ich machen. Da solltest du mal anfangen, finde ich. Aber ich finde, man kann sich inspirieren auch an diesen Beziehungen, die man es halt nicht macht. Also ich muss sagen, viele Beziehungen im Sommerhaus der Stars sind halt wirklich so maßgeblich ausschlaggebend. Wie führt man Beziehungen in 2023 nicht? Da kann man da einschalten. Aber es gibt auch Beziehungen, auch in dieser Staffel, wo ich sage, die sind... Die Justine und Abend, das sind ja die Mädels. Ich liebe die. Ja. Die kamen da rein, wir denken, wer ist das? Und dann war die einen Tag da und schon geliebt. Pia und Zico. Ja, also Pia und Zico, muss ich auch sagen. Also nach so einem Spiel, super dankbar. Ja, schon. Ja. Also muss man auch sagen, das wäre... Weißt du, was ich toll finde, Togo, an Zico? Pia war in Pia geht's nicht gut. Er kommt, Schatz, ist alles gut. Es ist alles gut, das macht. Und das finde ich gut. Das ist ein scheißes Spiel, das ist dann, ne? Ja, wenn du nicht mehr kannst, dann hör einfach auf. Ja. Weil was möchte denn die Produktion möchte, dass sich die Paare zersetzen in diesen Spielen? Also darf man, ganz ehrlich, an alle, die jetzt zuschauen, die vorhaben, im Sommer aus der Stars zu kommen, in der Getränke oder sonst was zu gehen, seid nicht so ehrgeizig bei den Spielen. Macht Unterhaltung in den Shows, also macht Unterhaltung Tag über, aber in den Spielen müsst ihr euch zusammen oder zurückhalten, weil letztlich... Man ja, Ricardo und Maurice. Oh Gott. Warte. Du hast mich gekniffen! Das war nicht immer direkt super, ich guck's nicht mal und das ist nicht so. Also damit wollte ich dir einfach nur zeigen, so von wegen, du darfst nicht so viel darüber reden. Das wollte ich damit sagen. Ja, nee, man muss wirklich... aber ich muss auch da sagen, bin ich enttäuscht von Vanessa. Also ganz persönlich bin ich enttäuscht, weil
so ein Zwicker, ja. Das macht man ja, um zu signalisieren mit verlaufenden Kameras. Snickers, verstehe. Snickers, nein, so eine Gleichsituation. Aber Togo, wenn du mit Katja jetzt natürlich besprichst individuell und sagst so, ja Katja, du weißt, was welche Scheiße rede, dann kannst du dich mal anstupsen. Ja. Aber wenn man das noch nicht besprochen hat und darüber noch gar nicht geredet hat und er steht da einfach bei hinten und kneift sie. Ja, aber ja. Dann ist es so. Ich würde es auch machen. Nein, ich würde es auch machen, weil wir sind beim RTL, wir sind vor laufender Kamera und vielleicht gibt es doch Dinge, über die man, wo der eine in dem man vielleicht schon weiter denkt, was könnte die Produktion daraus machen? Bei Temptation Island, ich wäre der langweiligste Kandidat. Also würdest du dann sagen, so unbedingt, dass es okay ist, was er da gemacht hat? Ich würde sagen, ja. Okay, dann haben wir noch eine Chance. Ich liebe es, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Wie hat er geknüpft? Ja, genau, Fame Fight. Fame Fight. Fordere dich heraus. Mag ist egal. Nein, aber man muss es sagen, also ich finde, die sind in einer Beziehung. Die sind ein Team dort drin. Und wenn Vanessa in dem Moment gegen ihn schief vor laufenden Kameras, finde ich es legitim, dass er einfach sagt, ey, bremst dich. Wir haben jetzt gerade ein Problem und vielleicht brauchen wir jeder unsere 5 Minuten, aber bremst dich jetzt vor laufenden Kameras, weil das kann man nicht mehr löschen. Also unsere Kinder zum Beispiel, die haben keine Kinder, gerade schwanger oder so, aber die würden das ja in der Zukunft sehen, wie wir uns angefetzt haben oder wie wir jetzt sind. Das finde ich in Ordnung. Ja, okay. Ich finde auch den Vergleich, den Vanessa gezogen hat zu Christina, nicht cool. Nein, also das finde ich auch nicht cool, finde ich echt unmöglich. Ja. Und hält sich zurück, das würde mich mal interessieren. Und hier haben wir den Cocky. Ich habe mir des Öfteren Kiko genannt. Wieso hast du mich eigentlich Kiko genannt? Ich weiß es nicht. Wie kam es auf Kiko? Weiß es nicht. Weil Cocky und Kiko ist ein Unterschied. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Was hast du denn mal gedacht? Erzähl mal bitte. Ne? Ich weiß es nicht. Das Ding war einfach nur, jedes Mal hat mich Melanie, eine Little-YouTuberin, eine Follower von mir, hat zu mir gesagt, so, er heißt gar nicht Kiko, er heißt Cocky, Markus, dachte ich so, okay, gut. Irgendwann habe ich es dann gelernt, dachte ich so, okay, jetzt habe ich es drauf. Und jetzt habe ich ihn das erste Mal natürlich hier gesehen. Und wir kennen ihn ja eigentlich durch Cecilia, die waren ja zusammen und haben dann mitgemacht bei Prominent getrennt. Und da haben wir ja gesehen, so, dass die Kommunikation zwischen euch ziemlich fehlgeschlagen hat. Aggressiv? Nee, ich würde nicht aggressiv sagen, ich würde eher sagen temperamentvoll. Wir sind zwei temperamentvolle Menschen. Okay, okay. Und nicht aggressiv. So aggressiv ist immer so als temperamentvoll, würde ich sagen. Okay, das war so, so ein Aufschaukelungsprinzip zwischen den beiden. Und ich dachte immer so, heute sind sie auch übrigens zusammen hier. Ja, wir sind beste Freunde mittlerweile. Beste Freunde, ja, wir sind beste Freunde. Ich wundere mich, weil als Yvonne zu mir gesagt hat, Cocky kommt und die Cecilia, dachte ich so, sind die etwa wieder zusammen? Nein. Also wir sind nicht zusammen, also, ne? Aha. Wir sind nur nach Prominent getrennt, sind wir echt sehr gute Freunde geworden. Ja. Ne? Wir sind echt dicke und wir hatten eine Situation zusammen, ne? Die jetzt privat sind, wenn jemand ein Problem hat, wir halten immer zusammen. Ja. Ne? Also wir sind echt sehr gute Freunde. Wir dürfen nicht zu lange chillen. Du siehst uns ja, wir sitzen auch nicht zusammen. Ja, ja, wenn wir ja zu lange zusammen sitzen, nach 3 Stunden könnte es knallen. Ne? Dann geht das wieder los. Das glaube ich nämlich bei euch total. Ne? Das ist irgendwann, das knallt bei denen irgendwann. Haben wir ja bei Prominent getrennt gesehen, dass die Spieler haben angefangen. Ich weiß gar nicht, wie es nach den Spielen war. Dann saß die im Auto, gab es dann Zoff. Wir durften im Auto nicht reden. Also wir sind durften im Auto nicht reden. Okay, ja klar, die müssen ja alles mitkriegen, das stimmt, ja, okay. Was ich dich eigentlich fragen wollte, wie sieht dein Liebesleben aus? Hast du momentan mein Liebesleben, einen? Ja, ich bin Single. Liebe Frau, ihr wisst Bescheid. Single. Sein Insta-Profil werde ich nochmal unten verlinken. Single. Und wie fandest du heute die Hochzeit? Super schön. Ja? Essen super, ja. Auch die ganze Location. Ja. Einfach ein Traum. Ja. Jetzt habe ich noch dich kennengelernt, ne? Super perfekt, oder? Ja, das ist perfekt. Also, Hochzeit finde ich wunderschön. Und du? Ja, also die Hochzeit, ich war ja richtig aufgeregt gestern. Ihr kennt ja von meiner Insta-Story, wie ich da eigentlich abgegangen bin mit Yvonne in ihrer Suite. Und wir haben dieses Micro-Needling gemacht und so. Also das wie war das? Richtig gut. Das erste Mal habe ich es gemacht und ich fühle meine Haut richtig gut. Also, du siehst auch so erfrischend aus. Ja, es ist echt so. Also ich selber dachte im Spiegel, habe in den Spiegel geguckt, dachte ich so, okay, cool. Jetzt sprechen wir mal über die aktuellen Folgen von Sommerhaus der Stars. Es ist ja momentan, da sind ja ganz, ganz viele Gerüchte unterwegs. Du bist mit Gigi befreundet. Vielleicht kriegt er irgendwas raus. Ich weiß es nicht. Was denkst du von den aktuellen Folgen, die momentan ausgestrahlt wurden? Und von den Gerüchten? Welches Paar findest du dort am aggressivsten, am polarisierendsten, was eigentlich so ein bisschen nervt? Also erstmal rede ich von den aktuellen Folgen, ne? Okay. Die bis jetzt gesucht gekommen sind. Ne? Also Valentina und Jam,
ganz ehrlich, das ist für mich in meinen Augen, du kennst ja die Oscar-Verleihung. Ja, ne? Vor der Oscar-Verleihung gibt es immer die goldene Himbeere. Ne? Das ist für den schlechtesten Schauspieler, für den schlechtesten Film und so. Und die beiden kriegen safe die goldene Himbeere. Ne? Okay. Die habe ich auch auf Instagram, die kriegen safe die goldene Himbeere. Heißt das nicht Rotten Tomatoes oder sowas? Irgendwie so, okay. Auf Deutsch goldene Himbeere. Ja, und die beiden haben auf jeden Fall safe die goldene Himbeere. Ja, ja. Also ich habe mich ja richtig krass aufgeregt. Ihr wisst ja, wie ich zu Valentina und Jan stehe. Muss ich nicht viel zu sagen. Was hältst du von den Gerüchten, die jetzt in der 6. Folge ausgestrahlt werden? Also, wir gehen einfach mal davon aus, was ja erwähnt wurde. Sagen wir mal an, Gigi ist da handgreiflich geworden. Also guck mal, ich bin mit Gigi sehr gut. Ne? Ja. Von prominent und getrennt von Gigi ist kein aggressiver Mensch, der ist auch kein handgreiflicher Mensch. Mhm. Gigi ist ein Spaßvogel, ne? Der ist so, er ist ein bisschen verbeilt, das ist so. Wirklich verbeilt. Ich meine, zum Beispiel denke ich mir auch, ich könnte so. Aber nein, der ist null aggressiv, gar nicht. Das ist ein liebesvoller Mensch. Wenn du den so privat kennenlernst, würdest du sagen, oh krass, ne? Das ist so ein richtig liebevoller Mensch, ne? Immer mit seinen Witzen, seinen Charme, ne? Mit seiner verpeilten Art. Aber er ist kein aggressiver Mensch, kein Schläger, ganz im Gegenteil. Also die ganzen Gerüchte so da drumherum. Ich weiß nicht, Valentina, ich muss jetzt noch mal... Okay, warte mal. Wenn wir jetzt sagen, so, da ist Gewalt passiert, ist eine uncoole Sache. Auch wenn du mit Gigi natürlich befreundet bist, ich finde das eine uncoole Sache, wenn das da passiert ist. Ich finde, Gewalt ist nie eine Lösung. Gewalt ist das absolut keine. Das sollten wir klarstellen. Ihr wisst, ich wurde selbst angegriffen und wenn ich halt solche Sachen dann höre... Von wem? Von Mike Sies. Okay, krass, wieso? Naja, weil ich ihn halt bei Sommerhaus der Stars kritisiert hatte. Okay, und aber wenn du in eine Sendung gehst, ne, ist ja normal, dass du kritisierst du das. Ne? Das ist ja ganz normal. Ja. Nicht jetzt deswegen anzugreifen, ist charakterschwach. Also ist das für natürlich mich, ist das charakterschwach. Das ist das für mich kein Mann, das ist eigentlich für mich ein Weichkopf. Ja, über den müssen wir sowieso nicht reden. Genau. Also echt auf jeden Fall. Gewalt finde ich ja momentan auch bei sehr, sehr vielen. Also damit werben die auch, ne, mittlerweile, die Shows. Es gibt ja momentan auch ganz viele Trash-Formate, wo mit Gewalt geworben wird. Ne? Wie bei Be Fake, das momentan ja gedreht wird. Ne? Das, guckst du das momentan oder? Nein, guck ich nicht. Okay, da ist es nämlich auch passiert, nämlich ein paar Mal, also auch mit Malisa und mit Ariel ist das passiert und dann dachte ich so, wow, wird das immer mehr, also wird das amerikanisiert, das Ganze? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube auch, Gewalt ist absolut gar keine Lösung und ich glaube das auch nicht, dass das in Deutschland so kommen wird, niemals. Da muss auch ein Riegel vorgeschoben werden. Definitiv, auf jeden Fall. Gewalt gehört nicht im Fernsehen. Gewalt ist generell keine Lösung, auch nicht auf den Straßen, egal wo. Man kann reden miteinander, man kann sich anschreien, das ist alles kein Thema, aber Gewalt absolut nein. Ja, das ist eines der wichtigsten Themen, die ich eigentlich momentan, also die mich auch triggern, wenn ich das immer mitkriege und das nervt mich ab. Und ich finde es natürlich super, dass du so eine Einstellung hast, weil, naja, wir haben ja erfahren, dass es nicht wirklich jeder, dass nicht jeder so denkt, ja? Dass es nicht jeder deren Einstellung ist. Also, deswegen. Manche provozieren, denken, die kommen mit Schrei, also mit Gewalt und so weiter. Das bringt absolut gar nichts. Da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden. Gewalt ist absolut keine Lösung. Ja, das war Cocky hier bei mir im Schlossatelier. Also übrigens. Das ist ja, das sind wir über Valentina geredet. Und ich habe doch gesagt, das würde dich interessieren. Ne? Also, ich würde dich aufregen. Also, ich will nicht, dass du Probleme kriegst. Mit diesem Problem? Ich weiß nicht. Warum soll ich ein Problem machen? Ich kriege keine Probleme. Also, ich will. Wir können gerne weiter über Valentina sprechen. Können wir gerne machen? Ja, können wir gerne machen. Also, gut, machen wir weiter. Sie, finde ich ja, wenn ich mir ihre Insta-Stories angucke, dass sie überhaupt nicht selbst reflektiert. Ne? Sie denkt wirklich, sie hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Sie denkt, sie wird absolut das Star. Ne? Sie kann, guck mal, Valentina. Na, hasst ja Gigi, sie hasst ihn ja richtig. Ne? Ja. Guck mal, und ich war ja letztes Jahr mit ihnen Parukabel, ne? Mit Gigi, wir waren ja Parukabel, sind da hingefahren. Und da war auch Valentina mit ihrem Ex-Freund Peter damals. Sie war da. Der hat aktuell bei Eye of the One mitmacht. Genau, der macht bei Eye of the One mit. Ne? Ich dachte auch, Max hat ihn ja verkauft. Das wissen wir ja. Für 50.000 Euro. 50.000. Max werden ja auch gleich an die Gurgel gehen, mal gucken, wie er darauf auf reagiert. Jeden Fall. Guck mal, die waren ja zusammen damals in dem Zentrum. Ja. Wir sind dann pro Kabel gekommen und Gigi war ja gerade frisch getrennt von Michelle damals. Ja. Und Valentina ist direkt so gekommen, Gigi, ne? Und das gibt auch so eine Szene, gibt es auch bei YouTube, ne? Kann ich ja mal checken. Ja. Da haben die sich gerade so einen Kuss gegeben. Also Valentina hat ihm so einen Kuss auf den Backen. Ah, ja, das weiß ich. Da gab es ja so einen Promi-Fischer-Ticket. Und da war sie direkt, oh, guck mal, Gigi hat einen Promi-Fischer-Ticket. Und der Peter stand daneben, ne? Ja. Der Peter war echt daran daneben. Kann ich mich erinnern, ja. Ne? Und sie hat ihn behandelt. Tut mir leid, Peter, wenn du das siehst, wie ein Stück Scheiße. Ja. Und wir sind dann so feiern gegangen, die hat ihn echt immer behandelt wie so ein
wie ein Stück Scheiße. Ja. Ne? Wie so ein Hund. Ja. Tut mir leid, wie so ein Hund. Halt, ne? Ja. Also, wie jetzt aktuell bei Sommerhaus, das hat er. Ja. Der Jan zum Beispiel, der jetzt aktuell ist, der ist ja auch so ein Hündchen. Ja. Ne, der hat ja auch nicht seine eigene Meinung. Schade, ja. Ja, schade, aber es ist so, weil es ihn halt in den Griff hat. Ne? Ja. Und dann hat sie einen Tag später Schluss gemacht mit Peter und hat dann noch so eine Instagram-Story gemacht, der hat den richtig schlecht behandelt. Mhm. Der wäre so frauenfeindlich, obwohl der Peter das gar nicht ist. Der Peter ist echt ein sehr ruhiger Mensch. Halt. Ich muss sagen, also, ich habe ihn ja bei Isle of Man jetzt erlebt und ich muss sagen, so, das ist ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch, der gar nichts gemacht. Aber ich glaube, Valentina ist einfach so eine Person, wenn die nicht das kriegt, was sie will, dann macht sie immer Scheiße. Ich habe Gigi gesehen, Gigi ist Single und gerade in der Öffentlichkeit, gerade an alles am Laufen, ist natürlich für Valentina ein Top-Mann. Peter uninteressant. Ja, ja. Und einen Tag später hat sie Schluss gemacht und so, war sie auch glücklich. Aber in dem Moment hat er auch Dana, kennengelernt und da sind die auch zusammengekommen. Die aus Hamburg, die ist auch eine Hamburgerin übrigens, ne? Da sind Dana Bremen, glaube ich, eher. Achso, ich dachte Hamburg. Bremen, so. Bremen. Ah, okay. Und sie war ja damals mit ihrer Freundin Mona Mida und dann haben sie sich kennengelernt, weil Valentina ernst gepasst. Die hat das null gepasst, die Valentina, ne? Und sie hat seitdem immer gegen Dana geschossen. Vorm Dschungel, wo Gigi im Dschungel ist, hat sie gegen Dana geschossen, dass Gigi das gar nicht ernst meint, dass er nur mit ihr spielt und genau, sie, daran kann ich mich auch erinnern. Da gab's auch so Stories. Ja. Hat Michelle, folgt Michelle, schreibt Michelle und so ganzen Sachen. Ne? Für mich ist Valentina ist einfach nur fake und sie, ich habe so das Gefühl, sie war so eifersüchtig auf Dana, weil Gigi mit Dana zugekommen ist und nicht mit logisch, klar. Ja. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Also das, wir sehen ja die aktuellen Folgen Sommerhaus der Stars. Also ich finde. Ich bin froh, dass er mit Dana zu. Ja? Ja, also du kennst sie auch persönlich dann. Ja. Wir haben ja da kennengelernt zusammen. Ja, toll, Mensch. Also die sehen auch ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen aus. Also er war ja vorher mit Michelle zusammen und da gab es ja wirklich wieder ganz, ganz viele Probleme. Darüber muss ich gar nicht reden. Wir haben es ja alle mitgekriegt. Und ja, ich hoffe natürlich den allen das Beste, das Schönste. Und ich finde sehr, sehr wichtig auch, dass Menschen einfach, auch wenn sie in diesem Format mitmachen, dass sie selbst reflektieren sollen. Ja. Also bitte überlegen. Ich weiß gar nicht. Sie hat ja, glaube ich, schon alles angezeigt. Ich glaube, sie hat die Produktion angezeigt, Produktion für mich dabei. Ich weiß nicht, was sie mir in den Kopf stimmt. Ja, so ein bisschen wie die M&Ms. Ne? Auch hier mit dem sie wäre fast gestorben beim Spiel. Ja. Und ich kann ja nur eins. Ah, genau. Ja, ein Thema bitte. Die hat ja erzählt, sie wäre fast gestorben. Ja, ne? Also ja. Falsch eingegangen. Ja. Sommerhaus der Stars ist genauso wie Prominent, selbe Produktionsfirma, C-Point. Ja. Und die kontrollieren dich 6-mal. Ja. Da, auch wenn du, ich habe ja tierische Hirnachs, weißt du ja nicht. Ja, ich weiß. Ich habe mich sicher an den Ding. Ja. Das ist das Einzige, wo ich mich sicher bin. Die kontrollieren dich so oft, da gibt es Tanz mit, die guckt nicht. Also, und dann macht sie das, komischerweise, das war ja die zweite Folge und sie macht das in der vierten Folge oder in der dritten Folge, viel, viel später. Also das ist für mich so. Hauptsache ich kriege Presseartikel, Promiflash-Artikel, so schätze ich sie ein, das ist für mich absoluter Schwachsinn. Ja, stimmt. Ja, es ist halt, wie gesagt, es geht halt nur noch um Reichweite und Fame. Ja, und das Ganze geht zu weit. Das ganze Menschliche, das geht abhanden. Also auch die ganzen Produktionsmitarbeiter sind alles super Menschen, alle richtig toll, die behandeln dich wie ein König. Ja, ne? Und das, was sie erzählt, ist absolute Scheiße. Ja. Also meinst du, die machen... Ich weiß, dass ich das so aussuchen muss, aber... Also meinst du eher, sie macht komplett die Produktion zunichte? Sie versucht es in der falschen Richtung zu spielen, sag ich mal, was absolut nicht stimmt. Damit sie halt im Recht ist, so viele Sachen, die passiert sind, passieren gerade den beiden. Nur Valentina. Ja. Ne, Valentina und Jan. Ja. Das ist so. Ja. Ich bin gespannt, wie die 6. Folge sein wird. Ich bin mal gespannt, was sie da macht. Ja. Vielleicht sieht sie mal endlich, das war gar nicht so. Ne? Meinst du eher gestörte Wahrnehmung? Dann muss ja irgendwas passiert sein, wissen wir ja alle. Ja, ja. Aber ich glaube, er auch viel gestörte Wahrnehmung. Ja. So wie die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, ich bin total gespannt. Gewalt ist auf jeden Fall keine Lösung. Nee, absolut nicht. Da müssen wir auch festhalten. Ja. Und das geht natürlich nicht. Das muss auch so bleiben. Genau. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Auch generell für Menschen so wie du. Du machst ja deine Arbeit in München. Du machst das ja super. Ne? Ja. Und die Leute gehen ja auch da rein. Und die zeigen sich ja so, du bist ja so, ne? Die zeigen sich ja so, du bist ja auch, ne? Und wenn du dann scheiße bist, dann bist du auch kritisiert. Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn man in einem Format mitgemacht hat, dann kann man sagen, so gut, die haben mich scheiße geschnitten. Kann ich sagen, so okay, gut, ne? Aber wenn du in 2, 3, 4 Formaten mitmachst und überall scheiße warst, du kannst dich nicht verstehen. Und dich scheiße verhalten hast, dann musst du dich auch nicht wundern. Dann musst du wirklich mal, vielleicht musst du dir einfach auf jeden Fall Hilfe dann suchen, ne? Sonst geht das eigentlich überhaupt gar nicht. Gibt doch gute Psychologen. Ja. Gibt auch gute Psychologen. Jetzt auch, denkst du, wie heißt man da?
Paarpsychologe. Es gibt gute Paartherapie und Paarcoaching. Wir dürfen das auf jeden Fall nicht verwechseln. Ne? Paarcoaching also ist was anderes als... Okay, ich höre damit auf. Okay, ich höre damit auf. Also, wenn uns nichts mehr gefällt oder wenn es was nicht passt, dann knall ich mir einfach unseren Gast. Dann geht er wieder auf die richtige Spur. Das machen wir schnell. Dann gehen wir auf die richtige Spur. Also, tut mir leid, aber man kann es entschuldigen. Man kann sich tausendmal entschuldigen. Ich finde, es ist wirklich mittlerweile Zeit, dass diese Menschen einfach reflektieren müssen. Gucken müssen, habe ich das richtig gemacht, habe ich das falsch gemacht? Das nicht. Ja, das ist halt eine traurige Sache. Sie denken, sie haben recht, ne? Obwohl sie... Du kannst auch nicht so schneiden. Ja, also, ne? das geht überhaupt nicht. Ich finde auch, das ist halt individuell geregelt. Sag mal an, du bist 10 Jahre zusammen, hast eine Partnerschaft und ihr bespricht das, sagst zu deiner Freundin, Schatz, wenn ich mich daneben benehme, dann gib mir einen Stupser, wenn ich mich daneben benehme. Ja, okay, aber cool. Aber individuell, wenn man es bespricht. Aber die sind, glaube ich, seit einem Jahr zusammen. Ein Jahr. Und sie weiß von nichts und in dem Moment wird sie einfach gekniffen. Aber später wird es ja runterbagatellisiert, als sie gemerkt hat, dass es halt in die schlimme Richtung geht, weil sie ja eigentlich diejenige war, die das ihnen erzählt hat. Dann hat sie es runterbagatellisiert, also im Grunde genommen das Ganze nochmal manipuliert, passiv-aggressiv. Also, naja, das führt ja zu weit. Aber auf jeden Fall ist diese Kneifensache sehr, sehr fraglich und übergriffig für mich in dem Moment gewesen. Also wenn ich kneife, natürlich gibt es Situationen im Spiel, natürlich, du regst dich auf, beide, du äußerst dich natürlich auch beide, du bist gerade auf 180, ja, ja. Ne? Aber ihr wart ja so. Ne? Ja, ja, ja. Dings, Gewalt sowieso nicht, ne? Ja, nein, sowieso. Nein, auf jeden Fall. Nein. Klar, braucht man eine Runde, ich schreiß dich an und dies und das, klar, flippst du mal kurz aus, ja. Aber irgendwann muss man wieder runterkommen, dann hast du das halt geregelt. Irgendwann ist nochmal Schluss, ne? Genau, ja. Ne? Und dann vergleichst du wieder und dann geht das halt wieder von vorne los. Ja, ne? Ja, klar. Zum Beispiel mit ja, klar, natürlich. Aber ja. Hier alles hier mit dies und das. Das heißt eigentlich für mich, so, wenn ich so mache, sehr ruhig jetzt. Ist so meine Meinung. Ja, so halt dein Moment jetzt, ja, ne? Okay, ja. Also, ja, er meinte, ja. Ich sag dir, es ist halt wieder zügeln, Maßregeln, jemanden kontrollieren, manipulieren. Ja, man kann sowas einfach nicht gut reden. Das ist einfach, die Balance der Beziehung ist eigentlich so ein bisschen geknickt. Ne? Schon nach einem Jahr, wenn man sagt, so von wegen, ich mache eine Paartherapie, da sollte man sich tausendmal überlegen, ob das überhaupt richtig ist. Und was sehr wichtig ist, dass man überlegen muss, ob nicht. Also, weil meistens ist es ja der Fall, dass die Leute, die einen Regelsetzer verhalten, ja, also wenn nach einem die anderen, den anderen die Schuld geben. Also, du warst ja in der vorherigen Beziehung auch genauso. Ja, 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 okay. Also, darauf will ich hinaus. Wenn du das so machst, kannst du die Beziehung nicht beenden. Ja. Ja. Kommt, zum Beispiel, wenn ich uns das hier kommt, dann kannst du nicht reden miteinander. Ja. Man kommt nicht miteinander, wir streiten uns immer, weil wir nicht miteinander reden. Wir können auch heutzutage nicht miteinander reden. Aber klar, wir sind jetzt Best Friends, das ist auch besser so, ne? Ja. Und generell für uns auch beide, weil jeder weiß vom anderen Bescheid. Wenn ich ein Date habe zum Beispiel, dann weißt du Bescheid. Weil ich hatte mal ein Date und so war auf dem Display steht, Cecilia ruft halt. Und sie so, deine Ex ruft halt. Oh, Scheiße! Und ich so geschrieben, ruf mich nicht an. Seitdem ich hab erst ein Date. Seitdem haben wir so einen Code, weißt du? Ah, okay. Aber ihr versteht euch gut, ne? Ja, Gott sei Dank. Ah, oh, toll, ja. Dank prominent getrennt auf jeden Fall. Ja, ihr wohnt ja auch auf derselben Straße. Auf derselben Straße, ja. 150 Meter. Ja, wie geil. Das ist einfach toll. Ich wünsche euch auf jeden Fall das Beste. Dir wünsche ich das Beste. Ja. Ich hoffe, demnächst mal dich in einem Format zu sehen. Ich hab schon Bock so auf so Dating, aber Dating geht irgendwie nicht, oder? Are you the one, also the red? Wieso geht Dating? Ach so, are you the one für Ältere? Ne, so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ich hatte eben gerade gesagt, von wegen, er hätte ja eigentlich mitmachen können bei Temptation Island VIP als Verführer für Kaderlot. Okay, Kaderlot ist eine hübsche Frau. Ja, also hätte er eigentlich mitmachen können, oder? Also, habe ich jetzt gedacht, wenn Kaderlot mit seinem Mann verheiratet dort mitmacht, dann kann auch natürlich ein Cockney dort. Vielleicht macht sie irgendwann mal alles über mit. Oh, die sind ja verheiratet und die überlegen halt eine Traumhochzeit jetzt. Ach, ne? Echt? Ja, die haben überlegt, bei Be Fake wurde es gezeigt. Ja, okay, das kommt nicht. Danke, Cockney. Danke dir. Hallo, meine Lieben, jetzt habe ich endlich mal den Max vor der Linse. Ich habe es auch mal geschafft. Alkohol ist weg, jetzt bin ich hier. Ich habe ihn ein paar Mal gefragt, aber ne, also der wollte die ganze Zeit feiern. Wir dürfen leider heute nichts zu Aito sagen, dass ihr Bescheid wisst. Ne? I'm sorry.
Das kommt von oben, ne, die Regeln, da können wir nichts machen. Aber ich kann ihn ja fragen zu seiner aktuellen, zu seinem aktuellen Status. Wie schaut's aus bei dir, liebestechnisch? Liebestechnisch darf ich leider bis zur Ausstrahlung noch nicht sagen, deswegen sei gespannt, was noch kommt. Ne? Aber wir haben ja so ein paar Bilder gesehen, die im Internet kursieren, mit Sandra eventuell. Die Bilder mit Sandra, da sind wir nur auf der Straße rumgelaufen und tatsächlich, weißt du, wie die passiert sind? Na, ich bin gespannt. Wir haben einfach nur Cocky gesucht. Cocky ist abgehauen, wir sind auf die Straße gegangen, ich habe sie eingehakt, weil sie ein bisschen besoffen war. Und so sind die Bilder entstanden, das war schon. Also nichts Spannendes tatsächlich. Und momentan ist er, glaube ich, mit Cocky ziemlich dicke. Wie lange seid ihr schon dicke? Cocky nur ich. Cocky hat ja einen dicken... wir sind schon bestimmt ein Jahr sind wir schon dick, ja. Ja, und mit Cecilia auch? Cecilia kenne ich durch Cocky. Mhm. Noch durch was anderes. Aber, also... Wir haben noch was zusammen gemacht, aber okay. Das kommt noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Aber wir verstehen uns alle drei sehr, sehr gut, ja. Bist du ein Beziehungsmensch? Wenn ich die große Liebe finde, auf jeden Fall. Also ich bin offen für jede Beziehung, die ich bekomme, wo ich das Gefühl habe, aber sehr schwierig bei mir. Also wir hören ja immer wieder sexy red flag, fuckboy and something like that. Was sagst du dazu? Verstehe ich einerseits. Verstehe ich natürlich einerseits, aber ist gar nicht so krass, wie man vielleicht denken möchte. So One-Night-Stands und so hatte ich früher viele, heute gar nicht mehr. So wirklich, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich habe lieber, wenn ich eine Frau kennenlerne, mit der, keine Ahnung, eine Woche was, zwei Wochen was oder so und dann zur nächsten. Ah, okay. Bist du einer, der sofort ins Bett springt, nachdem du eine Frau kennengelernt hast? Also bist du so ein Typ oder ist es wichtig für dich, dass du, gerade für die Frauen, ne, es ist sehr, sehr wichtig, diese Frage, damit ich dich stelle, dass du über längerfristig diese Frau kennenlernst? Da können wir schon abbrechen. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Du musst einfach nur gut aussehen. Du musst mich catchen, wir müssen uns gut verstehen und dann läuft die Sache schon. Also gut aussehen ist für ihn sehr, sehr wichtig, glaube ich. Ne? Das ist das Erste, was du siehst, oder nicht? Ja, aber wenn du mit der dann redest und irgendwie sie nichts zu bieten hat... Ach so, was ist denn wichtig für dich? Also ich rede nicht mit ihr. Geht auch ohne Reden oder mit Bubble, ne? Kannst Bubble, du dir, was Bubble? Dass du übersetzen kannst, dass sie übersetzt so ein paar Sachen, also nee, wenn sie nicht Deutsch sprechen kann. Das ist ja noch besser. Ey, wirklich, das ist echt, also weißt du, wenn wir über Red Flag reden. Was? Red Flag? Was ist Red Flag? Was? Rote Fahne. Ich sehe nur grün bei mir. Okay, wo sehen wir dich demnächst, in welchen Formaten? Weißt du aber selber, darf ich leider nicht sagen. Ich versuche es. Ich versuche das ein bisschen auszunutzen, aber funktioniert nicht. Ich habe es bei Cocky schon die ganze Zeit versucht, nee, hat nicht geklappt. Prinz Charming bin ich. Okay. Nee. Warte mal kurz. Nein, schon. nein, bei Prinz Charming bin ich leider nicht. Ist auch nichts für mich. Aber wenn das Warum was, nicht? Wenn das was für dich ist, ist das auch schön, das freut mich. Wenn ich Lust drauf hätte, würde ich hingehen, aber ich stehe leider nur auf Frauen. Okay, das wissen wir jetzt auch, mein Leben. Also, ja, ist doch auch richtig, ist doch okay. Klar ist okay. So ist das super. Ja. Wir haben kein Problem damit. Ich auch nicht. Was sagst du denn zu der aktuellen Folge von Sommerhaus der Stars? Ich weiß nicht, ob es die aktuelle war. Welche war das? Die fünfte Folge. Habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Ich habe nur davor gesehen, Valentina und so. Aha. Geht mir mächtig auf den Sack. Sag ich dir ehrlich, Alex... Hält sich ziemlich zurück, muss ich sagen, aber es macht halt trotzdem nicht besser. So. Er ist trotzdem sehr impulsiv und ich finde, er hätte ein bisschen besser damit umgehen können, muss ich sagen. Er sagt ja immer Paartherapie, dies, das und so, aber im Endeffekt hat sich trotzdem nichts geändert. Für mich, weiß nicht, ob das so ist, aber ist so. Valentina sowieso, ich kenne sie nicht persönlich, vielleicht ist sie persönlich anders, kann ich nicht sagen. Aber das, was sie zeigt, ist... Sie ist in einem anderen Universum, als wäre sie ein Blockbuster. So, okay, ja. Sie fährt ihren ganz eigenen Film. Ja. Würdest du dann, wenn du eine Partnerin hast, auch in solchen Formaten mitmachen wie Temptation Island oder bei Sommerhaus der Stars? Also, wenn ich eine Partnerin hätte, Temptation Island wäre halt komplett unnötig. Ich sag dir warum. Wenn ich eine Partnerin hätte, ich bin treu oder nicht, da brauche ich das nicht testen. Weil du gehst ja auch in eine Show, du willst ja im Endeffekt auch, dass die Show cool wird. Mhm. Und wenn ich bei Temptation Island wäre und ich wüsste, es geht darum, treu zu sein, wäre ich treu.
Aber was hat die Show dann davon? Ja, auf jeden Fall. Verstehst du, was ich meine? Okay, aber gut, bei Kader und Easy sehen wir das auch, die sind verheiratet. Ja, ne? Und ja, aber ich mache diese Show nicht nur, um, keine Ahnung, aufzufallen. Deswegen Temptation Island wäre für mich gar nichts. Na, okay. Frag mich in 2 Jahren nochmal, dann bin ich wahrscheinlich dabei so. aber jetzt sage ich, das wäre gar nichts. Ich glaube, jeden Tag ändern wir unsere Meinung und jeden Tag kommt was Neues dazu. Wie sieht es denn aus mit, würdest du eigentlich als Verführer bei Temptation Island mitmachen, wenn sie dich fragen würden? Kommt auf die Frauen an. Aber die Frauen kennen wir ja vorher nicht. Also dann sage ich sehr ehrlich, wird schwierig. Okay, was ist da? Okay, Kampf der Reality Stars? Wäre ein Format, wo sehr interessant wäre. Aber ich sage dir ehrlich, das interessanteste Format so an sich, wo dich wirklich fordert, ist, glaube ich, der Dschungel. Würdest du da mitmachen? Würde ich mitmachen, aber ich glaube, ich würde nur kotzen. Bist du der Mensch, der irgendwie solche Käfer essen würde, könnte? Ja, safe, habe ich schon. Okay. Ich war in Thailand, habe Käfer gegessen, Heuschrecken gegessen, gar kein Thema. Also Vorbereitung für den Dschungel? Anscheinend. Aber so an sich, schwierig. Ich hatte einen Hund mit meiner Ex-Freundin. Ne? Ich musste die Hundescheiße wegmachen und während ich das in dieser Tüte weggemacht habe, habe ich mir das in diesem Mund vorgestellt. Oh. Und ich musste schon, weißt du, war schon raus so. Deswegen, ich wäre da nur am Kotzen, glaube ich. Ah, okay. Ja, dann ist es wahrscheinlich gar nichts für ihn. Aber ich würde es trotzdem versuchen. Hm. Weil das ist eine Herausforderung, so, weißt du, was ich meine? Und so viele Shows sind keine Herausforderung so an sich, aber bei der Show, da lernst du viel über dich selber lernen. Also ja, du bist ja noch relativ jung, also. Relativ. Ist er, ist relativ jung, auf jeden Fall. Die älteren Frauen, gar kein Problem. Immer Frauenthema. Er hat nichts anderes im Kopf. Gut, das war's auch, meine Lieben. Ist gut. Das war's auch, meine Lieben. Und auf jeden Fall bedanke ich mich bei Max. Und Vielen Dank. Genau, also, wichtigste Frage ist eigentlich, wie fandest du die Hochzeit heute? Hochzeit fand ich sehr, sehr schön. Ich meine, das Ambiente hier, super cool. Also, wenn ich heiraten würde, würde ich es auch hier machen. Vielleicht ein bisschen größer, in einem größeren Kreis. Aber heute war wichtig, dass es ein enger Kreis war. Und die Leute auch, ne? Also, alles genau, kommt, ne? Deswegen, ja. Ich fand das super. Live-Musik, das Essen, vegan heute, ist ja auch Spenden an Tierheim etc. Ja, gewesen. Ja, fand ich sehr, sehr cool. War alles perfekt, perfekt. Ja, sehr schöne Aktion. Und auch der Trauraum mit den Blumen und sowas war super. Also ich habe heute sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja, also ich kann meinen Teil auch dazu sagen, es war einfach wunderschön. Und er braucht gar nicht so gut dastehen, er hat heute auch getrunken. Nein, Spaß hat er nicht. Weißt du, ich habe kein Problem damit. Wenn ich trinken würde, hätte ich kein Problem damit. Wollen wir wirklich jetzt nicht. Vor Kamera? Nein, gar nicht. Erst, okay, wenn du über Aito redest. Okay. Ein Schluck. Nein. Ein Schluck. Eine Flasche. Wir lassen es einfach sein. Okay. Ich habe mich so gefreut, dich kennengelernt zu haben. Auf jeden Fall. Ja, das war's auch, meine Lieben. Tschüss.